Frei sein, das ist ein Herzenswunsch, eine große Sehnsucht in uns. Immer wieder im Laufe unseres Lebens, da sehnen wir uns nach Freiheit. Aber was wir unter Freiheit verstehen, das sieht durchaus sehr unterschiedlich aus. Hier nur ein paar Beispiele. Junge Menschen wünschen sich, frei zu sein, frei vor Bevormundung. Andere sehnen sich danach, frei von Ängsten und Krankheiten zu sein, frei von Unterdrückung. Mancher, der unter schweren Pflichten kaum noch Luft zum Atmen bekommt, sehnt sich vielleicht danach, seine Pflichten loszuwerden. Und unsere Gesellschaft, die ist so kompliziert mit den vielen Gesetzen und Verordnungen, von denen man sich vielleicht auch manchmal Befreiung wünscht. Alles ist so unübersehbar. Aber Freiheit kann für andere wieder bedeuten, ohne Konsequenzen leben. Egal, ob es auf Kosten anderer geht oder nicht. Keiner kann einfach tun und lassen, was er will. Wir bleiben abhängig von der Gemeinschaft. Das gehört zu unserem Menschsein. Und da ist die Bibel auch ganz deutlich. Schon im Alten Testament heißt es, dass Adam nicht alleine sein kann. Er braucht Eva neben sich. Zum Menschsein gehört das Gebundensein. Aber wann bin ich dann frei? Ein junger Mensch ist frei, der wählen kann, welchen Beruf er wählt und welche Lebensform, welche Weichen er für seine Zukunft stellt. Der Mensch ist frei, der seine eigenen Begabungen entfalten kann, seine Neigungen nicht nur für sich selbst, sondern zum Nutzen aller pflegen. Frei ist der, der seinem Gewissen folgen kann. Frei ist derjenige oder diejenige, die nicht von der Meinung anderer abhängig ist. Frei sind wir, wenn wir frei sind von allem, was gemein und böse macht. Frei im Sinne des Geistes, wie wir das vorhin bei Paulus gehört haben. Er schreibt von der Freiheit der Kinder Gottes, die kein Freischein ist, nur noch das zu tun, was man möchte, worauf man Lust hat, sondern es ist eine Befreiung für das, was das Gute in uns und für andere tun kann. Es ist eine Freiheit für das Reich Gottes. Jesus selber hat uns diesen Weg gezeigt. Das Entscheidende für ihn war, die Liebe Gottes in Wort und Tat weiterzugeben, sie spürbar zu machen. Und die Jünger, die ihm folgten, die haben sich von ganz vielem frei gemacht. Arbeit, Familienbetrieb, aber nun sind sie auch so gut wie vogelfrei. Kein Zuckerschlecken. Es ist nicht bequem, ihr Leben. Andererseits, sie haben ein erfülltes Leben. Sie haben es in ihrer Freiheit gewählt. Aber was hat das mit uns selber zu tun? Wir können nachspüren, wo die Botschaft Jesus uns berührt, wo sie etwas in uns in Bewegung bringt und auf unsere ganz persönliche Weise in unserem eigenen Leben antworten. Mit dem, was wir an Fähigkeiten haben, an Lebenserfahrung. Dort, wo wir mit anderen zusammenleben. Immer wieder brauchen wir Ruhepausen und Auszeiten, um wieder klarer zu sehen, was jetzt gerade wichtig ist in unserem Leben. Was braucht die Welt? Was brauchen die Menschen um uns herum?
was ist das, was uns am Herzen liegt? Im Gebet können wir uns gut orientieren. Im Licht der frohen Botschaft können wir erkennen, worauf es jetzt ankommt und was uns hindert, daran lebendig zu sein. Erst wenn wir Abstand haben, können wir manchmal besser sehen, welche Pflichten wirklich wichtig sind und was vielleicht gar nicht so wichtig ist, was die anderen und wir selber gar nicht mehr brauchen. Genauso aber kann es die Vergewisserung sein, dass das, was wir tun, wirklich gut und richtig ist und dass wir es mit größerer Freude wieder tun können. Wer hat nicht schon mal innerlich gesagt, in Gedanken an andere mit ihren Anforderungen, lasst mich in Ruhe? Ich glaube, das kann schon jeder sich mal gedacht haben. Man kann auch umgekehrt sagen, in Ruhe gelassen werden. Also Gelassenheit erfahren, entwickeln. Aus der inneren Sicherheit, dass Gott Ja zu uns sagt, so wie er uns gemacht hat, mit allem, was uns ausmacht. Und dass wir unseren eigenen Weg mit seiner Hilfe gehen können. Ja, in der Ruhe gelassen werden, unser Licht, unser Leben in das Licht Jesu Christi halten und im Gebet geschenkt werden. Das wünsche ich uns allen.